Söder wieder. Eben gerade gab es ein kleines technisches Problem, deswegen musste ich kurz mal neu starten. Wir waren gerade dabei, die Laserschranke aufzubauen. Auch wenn wir die eigentlich gar nicht brauchen für die Selbstschussanlage. Das heißt, wir könnten theoretisch in jedem Korridor, wo feindliche Agenten niemals hinkommen, außer sie sind schon viel zu tief drin, Selbstschussanlagen aufstellen. Also zum Beispiel hier. Oder hier unten. Hier kommen doch keine feindlichen Agenten so weit runter. Nö. Bestimmt nicht. Also auf jeden Fall so ab hier. Ja, ab hier. Gelände-Selbstschussanlage. Die stehen dann wahrscheinlich ein bisschen im Weg, aber kann ich mitleben. So. Ein bisschen versetzt da noch eine. Das heißt, sie müssen alles so zickzack drumherum laufen, aber dafür haben wir dann wenigstens mehr Kugeln. Feldbarrierentür. Was zur Hölle ist das? Sicherheitstüren. Nee, das ist keine Sicherheitstür mehr. Das ist eine Feldbarrierentür. Keiner sagt mir, was es macht. Na gut, testen, testen, testen. Wie sich das gerade gehört. Feldbarrierentür. Schwupp. Gucken, was genau das ist. Und Forschung blinkt wieder. Oh, Gefängniszellen. Zahlen, zahlen. Forschen. So, was sagt währenddessen die Welt? Oh, sie macht mal was. Sie bringt einen Techniker um. Und sie ist gleichzeitig an zwei Orten und bringt da auch einen Techniker um. Nicht schlecht. Das ist also die Spezialfähigkeit ihres Beginis. Sie kann an zwei Orten gleichzeitig sein. Haben wir wenigstens irgendwas in der Zwischenzeit gefunden? Ja, haben wir. Informationen über das Endzeitgerät besorgen. Oh, das klingt doch gut. Vier Wissenschaftler. Eins, zwei, drei, vier. Dazu noch eins, zwei Wachen und ihn hier. So, du. Oh, Bikini Girl ist gleich am dritten Ort. Du versteckst dich immer noch sehr gut. Dann schicken wir mal einen neuen Techniker hier hin, der gleich verschwört. Einen neuen Techniker. Nee. Einen neuen Techniker hier hin, der auch gleich verschwört. Und ihr könnt weiter fleißig stehen. Sehr gut. Oh, was kommt denn da? Schlechte Einbrecher. Wurde mit Schwächentag markiert. So. Ein leerer Raum. Was macht ihr in dem leeren Raum? Labor. Ach stimmt, das war. Hier hatten wir das falsche Laborequipment reingetan, das gestohlen werden sollte. Das könnte auch mal abgerissen werden. Ja, kompletter Raum. Auch Bewahrungsregal. Was gucken die da so im Fernsehen? Irgendeine Revolte? Hört sich eher wie Krieg an im Hintergrund. Na gut, ihr wisst schon, was ihr gucken wollt. Hey, stopp, 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 stopp. Was sind die Wissenschaftler? Die sehen mir viel zu sehr aus wie diese Pampers-Ermittler. Oder diese Leute in den Navy-Anzügen. Oh, und da ist unser. Sehr schön. Mit was verbinden wir das jetzt am besten? Ja, Fallen. Wir haben noch nicht wirklich neue Falle gefunden. Giftgasfalle. Ich will nicht schon wieder eine Giftgasfalle aufbauen. Ich will was Ordentliches haben. Na gut, dann bleibt das einfach erstmal so da. So lange, bis wir ordentliche Fallen erforschen konnten. So, hat irgendeiner von euch Wut? Nö, sehr gut. Hier ist immer noch keiner angekommen. Bikini Girl ist weg. Du kannst wieder. Ach, machst du schon automatisch. Sehr schön. Bikini Girl ist jetzt da angekommen. Das heißt, sobald du ankommst, versteckst du dich mal. Hier sind alle noch auf dem Weg. Du bist auf dem Weg. Doch, nichts wirklich Neues. Und diese komische neue Tür ist da. Die irgendeinen neuen Schließmechanismus hat. Oh.
Weiß ich noch nicht ganz, was ich von dir halten soll. Du bitte verwirren. Na, verwirren. Geht mal aus der Tür raus. Also das scheint irgend so eine Art Laserbarrierentür zu sein. Aber die Türen scheinen allgemein immer nur schwerer zu knacken zu sein und nicht wirklich schneller zuzugehen oder besser zu filtern. Ich hätte ja echt gern Türen, wo die anderen Agenten nicht einfach so durchrollen können oder hinterherlaufen können. Ist schon ein bisschen ärgerlich. Aber na gut. Einfach fleißig weiterforschen, dann wird das schon irgendwann. Ein Fitnessraum. Okay. Gehört das hier hinten? Nö. Trainings, Überwachungsdingens, nö. Vielleicht Ablenkung? Aufenthaltsraum? Nö. Eine Kaserne? Jo, Fitnessraum. Fitnessraum. Bedienstete können den Fitnessraum nutzen, um ihre Ausdauer aufzufrischen. Im Gegensatz zu Etagenbetten kann der Fitnessraum zu jeder Tageszeit genutzt werden. Okay. Dann kriegt ihr jetzt einen Fitnessraum. Oder auch zwei. Das Objekt wurde in Auftrag gegeben. Oder auch doch nicht zwei, weil hier kein Platz ist. Ist hier oben irgendwo Platz? Nö, natürlich nicht. Wir sind ja auf Insel Nummer 1, hier gibt es keinen Platz. So, Leichensäcke sind alle weg, sehr schön. Oh, unsere Atomreaktoren. Wir hätten gerne... Wo ist hier vorne? Das sieht so aus, als wenn es richtig wäre. So. Wenn was schief geht, dann geht es gleich richtig schief. Mal gucken, ob die Teile wirklich explodieren können. Das wäre ja krass. So, Weltherrschaftskarte. So, Bikini Girl ist da. Verstecken. Du verschwörst. Du verschwörst. Du verschwörst. Gute Idee. Also wir müssen jetzt eigentlich nur warten, bis sie hier wieder verschwindet. Okay. Raus hier. Was wollen wir denn hier in Anfang setzen? Wir haben jetzt wieder ein bisschen Platz über, in Anführungszeichen. Oh, noch mehr Ermittler. Zack. Wo haben wir denn zwischenzeitlich Probleme? Satans Kaminfalle. Oh, das klingt doch genauso, als wenn das hier hingehört. So. Wir hätten gerne Satans Kaminfalle. Satans Kaminfalle. Für ein teuflisches Grillfest mit gebratenen Agenten als Hauptgericht gibt es nichts Besseres als den Satanskamin. Erst brutzeln die Agenten durch die Falltür, bevor sie in eine Flammenfontäne wieder ausgespuckt werden. Sollten sie das überleben, ist von ihrer Gesundheit kaum noch etwas übrig. Sehr schön. Oh, das ist nur ein Feld groß. Objektkauf wurde in Auftrag gegeben. Warnung, feindliche Person in Basis entdeckt. Das Objekt wurde in Auftrag gegeben. So, gucken wir mal. Mit etwas Glück brauchen die Teile keinen Sensor. Aber wenn das echt eine Falltür ist, dann braucht eine Falltür auch keinen Sensor. Da tritt man drauf und dann macht es klapp und dann ist es offen. Das wäre so komisch, aber na gut. Also, Satans Fall im Auge behalten. Das Ding wird schon benutzt, sehr schön. Keine roten Punkte in der Basis, keine neuen roten Punkte auf der Karte. Bikini Girl ist weg, sehr schön. Ihr macht die Mission jetzt. Oh, Bikini Girl ist hier, versteckt. Die nervt langsam richtig. Können wir die nicht irgendwie angreifen? Also vielleicht könnten wir ganz viele Wachen in dieses Land hier schicken, aber ich denke mal, dann bringt sie die Wachen einfach alle um. Wir müssen sie irgendwie in unsere Basis locken. Und da dann fangen oder töten oder sonst irgendwas. Na, ich denke mal, es kommt noch früh genug. Ist er am Stehlen? Sehr gut. Du... Neue Objekte stehen zum Kauf bereit. Versteck dich.
Du versteck dich. Hier unten ist null Sicherheitsgebiet und trotzdem sind Agenten hier? Also komisch. Hochleistungslautsprecher. Ja, toll. Nö. Interessiert mich so wirklich. Ich hätte gerne meinen Atomreaktor demnächst. Weil unser Strom doch langsam knapp wird. Und sobald das gelb ist, gehen die hier alle Schritt für Schritt kaputt. Deswegen auch so viele Techniker hier rumtouren. Ja, das sieht doch cool aus. Also theoretisch könnten wir auch ganz krass uns verteidigen, indem wir einfach überall Selbstschussanlagen aufstellen und jeder, der auf die Insel kommt, sei es jetzt Zivilist oder Agent, einfach einen Tötentech geben. Aber ich denke mal, dann werden wir irgendwann überrannt werden. Wäre aber trotzdem mal ganz lustig auszuprobieren. Als so eine Art Tower-Defense-Spiel. Was es ja jetzt schon eigentlich ist, nur halt ein bisschen komplizierter. Oh, unsere Eliminierungskabine. Ich würde mir die ganzen Sachen mal näher angucken, aber das verschwindet so schnell. Zack. Eliminierungskabine. Colonel Blackheart, Mäuselabyrinth. Eliminierungs... Ah, da. Ja, die Eliminierungskabine ist eine Weiterentwicklung der gewöhnlichen Zelle. Bekommt ein Gefangener in einer Eliminierungskabine einen Eliminierungsbefehl, wird er von der eingebauten Mangel sofort entsorgt. Das erspart ihm das lange Warten auf einen Bediensteten, bis ein solcher die Zeit hat, ihn zu liquidieren. Ja. Okay. Können wir ja mal bauen. Du, abreißen. Also es ist eigentlich nur eine Zelle mit einer riesigen Walze dran. Auch nicht schlecht. So, oh, die Reaktoren sind fertig. Und boom, ganz viel Strom. Sehr schön. 35. 15. Ja, das ist ordentlich. Und vor allem brauchen die Dinger hier wesentlich weniger Platz. Sehr schön. Also auf der nächsten Insel gleich wesentlich weniger Platz. Oh. Dakadaka. Dakadaka. Achso, war der Schießstand. Okay. Also auf der nächsten Insel gleich weniger Platz für den Generatorraum veranschlagen. So, Mission läuft. Nicht mehr lange. Du versteckst dich immer noch. Du kannst wieder verschwören, genau. So, raus. Was hatten wir noch gebaut? Atomreaktor haben wir gebaut. Wir haben... Genau, die eine Gefängniszelle haben wir abgerissen. Da wollten wir die neue bauen. Und zwar das da. Das sieht echt skurril aus mit der Walze. Aber na gut. Was brauchen wir noch? Genau, die Satansfallen wollte ich mir noch angucken. Hier. Müssen wir jetzt dich verbinden? Ja, müssen wir anscheinend. So. Die Laserfalle löst alle vier aus. Wir brauchen keine Informationen zum Verbindungsmodus. Wir haben sonst keine wichtigen Nachrichten. Sehr schön. Dann speichern wir doch einfach mal ab. Ja, speichern. Bug. Vögel. 47. Und wir sehen uns gleich wieder.